Aus Tübingen zugeschaltet ist der SPD-Politiker Martin Rosemann. Er ist Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Herr Rosemann, ich grüße Sie. Hallo, guten Tag. Ich habe es gerade erwähnt. Union und auch die FDP fordern, die Erhöhung des Bürgergeldes um 12,6% zu stoppen. Für das kommende Jahr haben die Kritiker des Bürgergeldes da nicht recht, denn die Inflation ist ja deutlich zurückgegangen im Vergleich zu dem Zeitpunkt, als man diese Erhöhung beschlossen hatte. Der Fakt ist ja, dass wir in den letzten Monaten infolge des russischen Angriffskriegs und der Auswirkungen auf die Energiemärkte und die Energiepreise eine ganz ordentliche Inflation hatten. Preissteigerungen, die vor allem bei den geringen Einkommen aufgeschlagen sind, unter denen vor allem Leute leiden, die nicht so viel Geld haben. Und deswegen gleicht die Bürgergelderhöhung das aus, was wir an Inflation bis hierhin hatten. Und das ist dringend erforderlich. Und deswegen ist es ja auch so beschlossen worden. Das Bürgergeld wurde aber erst Anfang dieses Jahres um gut 10% erhöht. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, aber die Preissteigerungen insgesamt müssen Sie ja zusammenrechnen, die wir in den letzten Monaten hatten, seit Beginn des russischen Angriffskriegs, teilweise auch schon vorher. Die summieren sich ja weit über die Bürgergelderhöhung, die es schon gegeben hat. Das Bürgergeld wird eben immer erst Anfang des Jahres angepasst und eben nicht laufend. Und deswegen ist es so, dass wir das berücksichtigen müssen, was in den letzten Monaten an Preisanstiegen da gewesen ist. Und das ist gerade im Bereich des grundlegenden Bedarfs, gerade bei den Lebensmitteln, beträchtlich. Aber wie soll das erhöhte Bürgergeld denn jetzt gegenfinanziert werden? Finanzminister Lindner sieht die Schuldenbremse und auch Steuererhöhungen als rote Linien für die Beteiligung an der Ampelkoalition, hat er heute dem Pionier gesagt. Das heißt, im Grunde genommen gibt es doch gar keinen Spielraum. Naja, der Bundeshaushalt ist groß. Und es ist jetzt die Aufgabe der Spitzen der Koalition, sich wirklich alle Bereiche anzuschauen und zu schauen, wo sind Einsparmöglichkeiten und welche Möglichkeiten stehen sonst zur Verfügung. Ich will nur mal erwähnen, dass wir ja auch ganz massive steuerliche Subventionen haben, gerade auch solche, die nun für das Klima nicht besonders hilfreich sind. Und insofern gehört vieles auf den Prüfstand. Und nicht nun ausschließlich die Ausgaben, die eben den Sozialstaat betreffen. Ich finde es ziemlich unanständig, wenn wir ausgerechnet jetzt sparen auf Kosten derjenigen, die auf den Sozialstaat angewiesen sind. CDU-Chef Friedrich Merz, der mahnt, dass man stärker differenzieren müsse zwischen beitragsfinanzierten Lohnersatzleistungen, also er meint damit offensichtlich das ALG I, und steuerfinanzierten Sozialleistungen wie dem Bürgergeld. Das Arbeitslosengeld könne man durchaus erhöhen, so Merz. Gehen Sie damit? Das zeigt, dass Herr Merz überhaupt keine Ahnung davon hat, wie unser Sozialstaat funktioniert. Denn das Arbeitslosengeld ist ja als eine beitragsfinanzierte Leistung an die Lohnentwicklung gekoppelt. Das heißt, wenn Sie arbeitslos werden und auf Arbeitslosengeld angewiesen sind, dann orientiert sich die Höhe des Arbeitslosengeldes an Ihrem letzten Nettolohn. Das heißt, das ist, steht auch gesetzlich fest, da brauchen Sie auch nichts erhöhen. Die Grundsicherungsleistungen wie das Bürgergeld und die Sozialhilfe sind hingegen darauf ausgerichtet, das Existenzminimum zu sichern. So hat uns auch das Bundesverfassungsgericht das in mehreren Urteilen gesagt, dass wir das sicherstellen müssen. Und deswegen muss dort eben auch die Preisentwicklung berücksichtigt werden. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir die Preisentwicklung am aktuellen Rand auch stärker in dem Anpassungsmechanismus berücksichtigt haben, weil die Inflation eben gerade so stark gestiegen ist und das Bürgergeld bisher nach dem bisherigen Anpassungsmechanismus nicht nachgezogen war. Jetzt machen wir das und jetzt wird das gerade wieder kritisiert. Wir wissen aber schon heute, dass die Bürgergeldanhebung im nächsten Jahr dann sehr viel geringer ausfallen wird, weil die Inflation ja gerade deutlich zurückgeht. Ja, es sagt die Opposition aber sinngemäß, dass das Bürgergeld eigentlich nur ein Blankoscheck ist, der dafür sorgt, dass weniger Menschen bereit sind, eine reguläre Arbeit aufzunehmen. Wäre es demzufolge nicht sinnvoller, die Leistungen dort zu belassen, wo sie aktuell sind, also bei ungefähr 502 Euro pro Erwachsenem, um den Arbeitsanreiz zu erhöhen?
Nochmal, es ist so, dass diese Anhebung einer gesetzlichen Grundlage folgt. Und diese gesetzliche Grundlage folgt dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts, das Existenzminimum sicherzustellen. Aber der Arbeitsanreiz wäre ja größer, wenn die Leistung nicht erhöht würde. Wenn Herr Merz nun uns an anderer Stelle ins Stammbuch schreibt, wir sollten uns an Urteile des Bundesverfassungsgerichts halten, dann muss das auch für dieses Urteil gelten. Verfassungsgerichtstreue muss immer gelten. Und das Märchen der Union, dass sich Arbeit in Deutschland nicht mehr lohnen würde, das ist ja durch einige Gutachten hinlänglich entkräftet worden. Arbeit macht immer den Unterschied. Wer arbeitet, hat immer mehr. Und im Übrigen ist es so, dass viele, die im Bürgergeld sind, ja sogar arbeiten und parallel Bürgergeld beziehen. Das heißt, es gibt Arbeitsanreize im Bürgergeld, die haben wir durch die Bürgergeldreform sogar ausgeweitet. Man kann inzwischen mehr vom Netto behalten als vorher. Also insofern, natürlich, Arbeit muss sich immer lohnen, aber das gilt heute und das gilt auch im kommenden Jahr. Sagt der SPD-Politiker Martin Rosemann. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne.